Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Fürchte dich nicht, das steht über 300 Mal in der Bibel, sozusagen für jeden Tag einmal. Nimm das doch jeden Morgen in Anspruch und denke daran, dass du dich nicht zu fürchten brauchst. Hoffnung um 12, wir wollen dich auch heute Mittag wieder ermutigen. Ja, Furcht ist der Feind vom Glauben. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Furcht ist der Feind vom Glauben. Und da lesen wir in Jesaja 42, 10. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand. Furcht ist etwas ganz Schlimmes. Und Furcht, ihr Lieben, haben wir, wenn wir nicht Gott vertrauen. Und das sind nicht nur für die ganz großen Dinge, sondern Furcht haben wir schon, wenn es dunkel wird und es wo raschelt und so weiter. Wir haben wirklich die Möglichkeit, Gott zu vertrauen. Furcht ist der Feind vom Glauben. Praktisch das Gegenüberliegende, entweder Glauben oder Furcht. Es ist auch mit einer Entscheidung. Glaube ich, dass Gott mit mir ist? Glaube ich, dass Gott größer ist wie das Problem, das gerade vor mir steht? Und Furcht ist der Feind vom Glauben. Es ist keine Furcht in der Liebe, heißt es auch in der Bibel. Und je mehr wir Gott nahe sind, desto mehr spüren wir die Liebe. Und wenn wir die Liebe spüren, dann spüren wir auch die Allmacht Gottes, die mit uns ist. Der Teufel möchte über unsere Gedanken immer uns in Furcht versetzen, dass wir Angst haben vor verschiedenen Dingen. Und ich sage dir, glaube, Gott ist mit dir. Und ich danke dir, Herr, dass du mit uns bist. Danke, Herr, dass wir keine Furcht zu haben brauchen. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir glauben dürfen an den lebendigen Gott, an den auferstandenen Jesus, an den Heiligen Geist, der in uns lebt, Herr, in einem jeden Christen. Ich danke dir dafür. Amen. Und ich rate dir, heute in den Chat oder in die Kommentarzeile zu schreiben, hast du wirklich Bereiche, wo du große Furcht hast? Anstelle Glauben. Wir möchten auch für Menschen beten und ein Ehepaar schreibt uns diese große Not ihrer Tochter. Liebe Isolde, lieber Daniel, unsere Tochter hat im 5. Monat schwanger ihre Zwillinge verloren. Sie sind im Mutterleib gestorben. Wir sind alle am Boden zerstört. Das Leben unserer Tochter ist von Niederlagen geprägt. Sie war sehr oft auf der Verliererseite. Und nun ein weiterer Tiefschlag. Wir bitten euch um Gebetsunterstützung, denn für Gott ist nichts unmöglich, dass nichts zurückbleibt und sie gesunde Kinder zur Welt bringen kann. Wir danken euch dafür. Ja, Jesus, und du kennst dieses Ehepaar, die jetzt diese Trauer hat und die durch diese Situation hindurch muss. Und ich danke dir, Jesus, dass du ihnen wieder neue Zuversicht und neuen Mut gibst. Und ich danke dir, dass du dieser Trauer auch begegnest. Danke, dass sie wirklich alles loslassen können und auf dich blicken können. Danke, Jesus. Und wir entmachten auch diese Niederlagen im Leben dieser Tochter im Namen Jesus, dass da diese Ketten auch zerbrochen sind, die sie da irgendwie immer wieder in Niederlagen katapultiert. Danke, Jesus. Du bist kein Gott der Niederlagen, sondern ein Gott, der hilft und ein Gott der Zuversicht. Und wir danken dir, dass du eingreifst bei diesem Ehepaar, bei dieser Frau. Danke, Jesus, dass du ihnen wirklich gesunde Kinder schenkst. Und wir danken dir einfach für dein Eingreifen, für das, was du tust an diesem Ehepaar und in diesem Leben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ich möchte heute auch wieder für alle beten, die wir hier nicht vorlesen können. Es sind so viele Zuschriften, so viele Gebetsanliegen mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen. Viele sind an Corona erkrankt oder viele haben Arbeitsplatzsorgen oder finanzielle Sorgen oder jede erdenkliche Krankheit ist da dabei. Und ja, es geht um Versöhnung und um wirklich Führung und Leitung und für Gerichtsverhandlungen und wirklich die,
die unwahrscheinlichsten Gebetsanliegen sind dabei. Und ich möchte einfach für alle beten, die wir hier nicht vorlesen können. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese vielen Menschen kennst, die sich an dich wenden. Und wir leiden es ja einfach nur weiter. Und Jesus, ich danke dir, dass du eingreifst bei diesen vielen Menschen, die ihr Anliegen geschickt haben und die um Hilfe bitten. Danke, Jesus. Danke, dass du eingreifst in jeder Situation, dass du jeden kennst, der geschrieben hat, dass du jeden kennst, der sich an dich wendet. Und ich danke dir, dass du jedes Herz berührst, dass du jede Krankheit berührst, dass du jede Situation veränderst. Und wir danken dir einfach, dass du ein Gott bist, der hört, und dass du ein Gott bist, der sieht. Und ich danke dir, dass keiner leer ausgeht, sondern dass du jeden Einzelnen kennst und dass du jeden Einzelnen berührst und jedem Einzelnen die Hilfe zukommen lässt, die er jetzt gerade braucht. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, und du darfst uns wirklich weiter deine Anliegen schicken. Die Infos sind eingeblendet. Eine Frau hat Schmerzen im Knie und bittet um Gebet. Liebes Gebetsteam, ich bitte um Fürbitte für mein rechtes Knie, welches mir am 1.1. seitlich weggerutscht ist und seitdem schmerzt und angeschwollen ist. Vielen herzlichen Dank an euch. Ja, kann ich mir gut vorstellen, wie das sich anfühlt. Das hatte ich letztes Jahr gleich nach dem Urlaub genau dasselbe erlebt. Und da wollen wir jetzt beten. Danke, Herr, dass das Knie wieder richtig heil wird, dass die Schmerzen verschwinden, dass im Knie wieder alles in Ordnung kommt. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, für komplette Heilung. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns ihr Gebetsanliegen. Liebe Isolde und Daniel, könnt ihr im Gebet einstehen für meine Rückenschmerzen, für Heilung? Mein Körper ist schwach und ich brauche neue Kraft. Hatte eine Erkältung. Danke fürs Gebet. Herr, danke, Herr. Komm du mit deiner ganzen Kraft in diesen Körper hinein. Herr, die Rückenschmerzen und all die Wirbelsäule, Herr, die Bandscheiben, Herr, die Nerven, stärke du alles, Herr, dass wieder ein ganz stabiler, strammer Körper entsteht, Herr. Herr, der schmerzfrei ist, wo es wieder Freude ist zu leben. Ich danke dir dafür, für deine Berührung und für deine neue Kraft. Amen. Amen. Und wunderbare Gebetserhörungen sind wieder bei uns eingegangen. Gott greift ein in letzter Minute. Eine Frau schreibt, wir baten Gott und euch um Gebet, dass sich das Baby im Bauch meiner Tochter noch drehen muss. Es lag quer und man hätte das Baby holen müssen. Beim letzten Kontrolltermin war jedoch zu sehen, dass sich das Baby gedreht hat und mit dem Kopf im Geburtskanal war. Gott hat in letzter Minute eingegriffen. Danke, Jesus, und danke euch. Und beim nächsten sind Nackenschmerzen verschwunden. Infolge einer früheren Operation hatte ich Nackenschmerzen. Ihr habt dafür gebetet. Über eine längere Zeit geschah nichts. Eines Tages merkte ich, dass ich schmerzfrei war. Welche Freude! Die Schmerzen kamen nicht wieder. Herzlichen Dank euch allen und unserem herrlichen Gott, der die Anliegen aller Menschen kennt. Und das ist wahr, ja. Gott verändert manchmal von einem Tag auf den anderen und manchmal dauert es länger. Ich habe ein wunderbares Zeugnis, schreibt jemand. Unsere Tochter war verschwunden. Ich machte mir große Sorgen um sie. Ich war 10 Monate depressiv und 10 Wochen in der Psychiatrie und fast ein Pflegefall. Von einem Tag auf den anderen hat mich Jesus frei gemacht. Mir geht es noch besser als vorher. Bin voller Dankbarkeit. Was für eine Wendung, wie wunderbar. Und jemand schreibt, Blutdruck wieder normal. Ein Mann schreibt das. Vor einigen Wochen habt ihr für mich gebetet, bezüglich meines Herzens. Dann war ich beim Kardiologen und habe seitdem einen wunderbaren Blutdruck. Einfach super. Danke dem Herrn jeden Tag dafür. Ja, diese Dankbarkeit kann man nachvollziehen.
Ja, wie wunderbar. Du sagst auch, ja, ich wäre auch gerne dankbar, habe aber dies und jenes. Du darfst uns gerne schreiben. Aber bist du so richtig dankbar, weil Gott dir was getan hat? Oder sagst, oh, ich habe das oder jenes noch nicht mitgeteilt? Wir freuen uns auf deine Nachricht. Stell dir mal eine Waage vor, also nicht die elektronischen, sondern die Waagen, wo man Gewichte draufgelegt hat. Und auf der einen Seite steht Furcht, auf der anderen Seite Glaube. Wo ist die Waage bei dir? Ich sage nicht, dass Furcht und Glaube ausgewogen sein soll. Nein, der Glaube soll größer sein. Der Glaube soll mehr wiegen. Und wenn du sagst, ja, es ist so ausgewogen, mal das, mal jenes, mal Furcht, mal Glaube, ich sage, arbeite dran. Es wird dir Freude machen. Mit Glaube vorwärts zu gehen, macht richtig Freude. Ja, und du darfst uns gerne deine Anliegen schicken. Wir beten auch sonntags dafür und die Infos sind eingeblendet und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und du darfst uns auch gerne deine Anmeldung für die Oasentage schicken. In gut einem Monat fliegen wir nach Israel, nach Tel Aviv, fahren dann zu der Oase Kfar Hanukdim. Dort sind wir ein paar Tage, haben wunderbare Zeit mit Gott. Über Jerusalem geht es dann wieder Richtung Tel Aviv und nach Hause. Wenn du jetzt so richtig Lust dazu bekommen hast, schau auf unsere Webseite. Und schaut dir den kurzen Film an. Kommen Sie zur Ruhe in der Weite der Wüste Judäa. Vergessen Sie den Alltag und schalten Sie ab in der wunderschönen Oase Kfar Hanukdim. Für eine gemütliche Unterkunft und gutes, traditionelles Essen ist gesorgt. Sie müssen sich um nichts kümmern. Betrachten Sie zusammen mit Daniel und Isolde Müller das Leben von Abraham im Beduinenzelt und nachts unter dem Sternenhimmel. Hören Sie, wie Gott in Ihr Leben spricht und segnen Sie mit uns die Stadt Jerusalem. Alle Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf missionswerk.de/reisen. Und wir freuen uns wieder auf diese Oasentage, wo wir wieder Gottes Gegenwart genießen dürfen. Und wir haben uns auch gefreut, dass du heute mit dabei warst und wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Ja, der Herr segne dich ganz mächtig. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.